Professor Dr. Kurt Arland, ehemaliger Direktor des Instituts für neutestamentliche Textforschung in Münster, hält Tischendorfs Suche nach alten Handschriften für eines der bedeutendsten Unternehmen des 19. Jahrhunderts. Arland? Zwar haben wir unendlich neues Material, aber trotz aller Anstrengungen haben wir es noch nicht geschafft, Tischendorf zu ersetzen. Wir wissen zurzeit von mindestens 5200 griechischen Handschriften und Fragmenten des Neuen Testaments. Unser Institut hat 1200 bislang unbekannte Manuskripte gefunden, die jeweils für weitere Studien fotografiert wurden. 95% aller bekannten Handschriften sind in unserem Institut auf Mikrofilm festgehalten. Dadurch ist es uns möglich, die verschiedenen Texte direkt vor Ort miteinander zu vergleichen. Aufgabe unseres Instituts ist es, nach neutestamentlichen Manuskripten zu suchen, Handschriften zu vergleichen, fotografische Dokumente zu erstellen und Altersbestimmungen vorzunehmen. Darüber hinaus beschreiben wir den Text und bewerten ihn nach seiner jeweiligen Bedeutung. Die Handschriften mit verwertbaren Texten, die möglichst nahe an das Original herankommen, sind die Grundlage für neuere, revidierte Ausgaben des von uns herausgegebenen griechischen Neuen Testaments. Das in Münster ansässige Institut besitzt einige wenige Originalmanuskripte, aber inzwischen über 95% aller anderen auf Mikrofilm. Hier sehen wir ein Palimpsest, das heißt eine Handschrift, von der der ursprüngliche Text weggeschabt oder weggekratzt wurde, um Platz zu machen für einen neuen Text. Und wir sehen die Beleuchtungstechnik, die angewandt wird, um die ursprüngliche Beschriftung wieder lesbar zu machen. In diesem Fall handelt es sich wahrscheinlich um einen Teil des Neuen Testaments. Von allen bekannten Handschriften sind Fotografien angefertigt worden und werden hier in langen Archivregalen aufbewahrt. Auf diese Weise können die verschiedenen Überlieferungsstränge des neutestamentlichen Textes miteinander verglichen werden. Dies wird auf so sorgfältige Weise getan, dass man recht nah an die Rekonstruktion des Originals herankommt und sogar in den kleinsten Details ziemlich große Sicherheit gewinnt. Das griechische Neue Testament, das an Kurt Arlands Institut erarbeitet wurde, ist in diesem kleinen graublauen